Der Papst hat gesagt, vor inzwischen, glaube ich, knapp 2 Jahren, es wäre okay, wenn man Kinder schlägt, man solle ihnen aber ihre Würde lassen. Ja? Hat er wirklich gesagt? Davon möchte ich mich wie immer distanzieren. Ich halte Gewalt gegen Kinder für absolut falsch. Ich bin mir nur nicht so sicher, ob man ihnen unbedingt ihre Würde lassen muss. Dieses Kinderlied läuft unter dem Motto: Es gibt keine Illusion, die es nicht wert ist, rechtzeitig zerstört zu werden. Sag mal, was ist das denn? Ach, das hast du selbst gemalt. Na gut, ich will mal so sagen, das sieht man. Meine Güte, wie das ausschaut, und du hast auch noch geprahlt, das sei schön und dass man's aufhängen kann. Das ist hässlich, so dass man sofort erkennt, dass du bloß ein großes Maul hast, aber sicher kein Talent. Na, das darf man ja wohl bitte schön noch sagen. Was heißt denn hier, das sei gemein? Also auch wenn sie erst 7 ist, man darf ja wohl noch ehrlich sein. Oh, herzlichen Glückwunsch, du hast sogar eine 2 in Schönschrift. Ich bin begeistert. Grundschulnoten heißen gar nichts, also bild dir nichts drauf ein. Jetzt mal ehrlich, jeder weiß das. Du bist trotzdem nur ein vorlaut frecher Gnom. Einmal wird es auch dich treffen, buchstabier mal Depression. Wie kann man nur so schrecklich stolz sein auf all die nichtigen Kleinigkeiten? Und das bei all den augenscheinlich vielen Unzulänglichkeiten. Ach, vor nicht einmal 5 Jahren konntest du noch gar nicht sprechen, hast gesabbert und gebrüllt und dich ständig vollgeschissen. Und jetzt willst du hier die Größte sein und bist grad mal 1 Meter klein, bildest dir weiß Gott was ein und prahlst mit deinem Wissen. Hast du vielleicht schon eine Kernkompetenz, und jetzt komm hier nicht mit Basteln, du kaputte Existenz. Oh, du hättest gern ein Pony, das kannst du gleich wieder vergessen. Aber hey, na gut, weil du es bist, wird heut Pferdewurst gegessen.